Schüler von insgesamt 10 Schulen des Landkreises Elbe-Elster, 130 zu bepflanzende Schubkarren und 3500 Frühjahrsblüher. Das waren die Zutaten der größten Schulgartenstunde Brandenburgs am vergangenen Donnerstag auf dem Marktplatz von Finsterwalde. Mit von der Partie waren außerdem der Gartenbauverband Brandenburg und die Sparkasse Elbe-Elster. Initiiert hatte die Aktion Rüdiger Winde vom gleichnamigen Gartenbaubetrieb in Schönborn. In den vergangenen Jahren regte er immer wieder mit solchen Pflanzaktionen insbesondere Kinder und Jugendliche dazu an, das Bewusstsein für die Natur zu stärken. Dieses Mal sollte nun alles etwas größer werden. Dass der Finsterwalder Marktplatz zum Schulgarten wird, das ist doch mal was ganz Besonderes. 350 Schülerinnen und Schüler aus 10 Schulen, das ist was ganz Besonderes und das tut richtig gut. Und die Unternehmerinnen und Unternehmer hier aus Elbe-Elster möchte ich noch auffordern, eine Schubkarre zu ersteigern. Dass sie sich sozusagen an die Sparkasse wenden und dass alle Schubkarren einen richtig guten, würdigen Platz finden. Wie in der Sängerstadt üblich, waren natürlich auch die Finsterwalder Sänger mit dabei. Und diese hatten wieder extra für den Anlass gedichtete Strophen des Sängerliedes dabei. Wir werden heute hier gleich erleben, dass Traditionen man wahren soll. Schon unsere Väter nahmen Schubkarren und füllten diese mit Erde voll. Gärtnerei Winde war schon ganz fleißig, hat diese Karren bemalt gebracht. Nun, liebe Schüler, nehmt eure Schaufel, pflanzt dann die Blumen, welch eine Pracht. Auf diesem Marktplatz Schulstunden halten, kommt bei den Schulen gewiss gut an. An frischer Luft Wissen anzueignen und Werte schaffen, nicht jeder kann. Mehr als 300 Schüler sind zählbar, das ist ein neuer Klassenrekord. So viele junge und fleißige Gärtner, das gab's zuvor nach keinem Ort. Und jetzt alle! Wir sind die Sänger von Finsterwalde, wir leben und sterben für den Gesang. Wir sind die Sänger. Nach dem obligatorischen Einstieg durch die Finsterwalder Sänger wurden dann quasi Nägel mit Köpfen gemacht. Ich möchte euch alle hier zur größten Schulstunde Deutschlands ganz herzlich begrüßen. Also ich würde sagen, wir packen jetzt die Handys weg, packen die Stullen ein und das Trinken weg und fangen mit der größten Schulstunde Deutschlands an. Wie in einer normalen Unterrichtsstunde auch, wurde nach Anleitung zunächst Blumenerde aufgefüllt, um dann anschließend die Frühjahrsblüher zu pflanzen. Von Osterglocken bis zu Stiefmütterchen war alles dabei, sodass am Ende 130 bunte Frühlingsschubkarren entstanden. Bereits im Vorfeld der Aktion gab Rüdiger Winde den teilnehmenden Schulklassen eine Unterrichtsstunde, in der grundlegende Pflanzenkenntnisse sowie richtiges Austopfen und Gießen von Pflanzen vermittelt wurden. Für sein umfangreiches Engagement im Bereich der frühkindlichen Umweltbildung und Nachwuchsgewinnung wurde sein Betrieb bereits 2018 mit dem Brandenburger Preis Gärtnerei des Jahres ausgezeichnet. Am Ende waren alle Beteiligten stolz auf die bunte Blumenpracht und so manches Selfie sowie zahlreiche Erinnerungsfotos wurden geschossen. Die Schubkarren selbst werden nun für einen guten Zweck an Interessierte verkauft bzw. bekommen einen Platz in den beteiligten Schulen. Auch das obligatorische Erinnerungsfoto mit allen Beteiligten durfte natürlich nicht fehlen.